Durch seine extremen Ansichten und Vorgehensweisen machte sich Hitler viele Feinde. So gab es auch extreme Ideen, um Hitler zu stoppen. Deswegen wurden auf ihn insgesamt über 30 Attentate verübt. All diese Anschläge scheitern aus verschiedenen Gründen, entweder am Plan selbst oder auch an ganz einfachen Dingen wie dem Wetter. Außerdem wurden viele Verschwörungen aus eigenen Reihen verraten. Klaus Philipp Maria Schenk, Graf von Stauffenberg, wurde am 15. November 1907 in Jettingen geboren und verstarb am 20. oder 21. Juli 1944 in Berlin. Der bayerische Junge von Stauffenberg trat früh mit rechten Gruppen in Verbindung. So schloss er sich während seiner Zeit auf dem Eberhard-Ludwigs-Gymnasium in Stuttgart den Neuen Pfadfindern an, welche eine Gruppierung der bündischen Jugend waren und als Ziel die Gesellschaft verändern wollten. Dort hatte man romantische Reichsvorstellungen und verehrte den deutschen Lyriker Stefan Georges. Nach seinem Abitur 1926 trat er der Reichswehr bei. Dort absolvierte er die Offiziersausbildung als Jahrgangsbester. 1933 heiratete er Nina von Freyin und bekam 5 Kinder. Sie wurden katholisch erzogen, obwohl Nina Evangelistin war. Gegen Ende der Weimarer Republik war er ein Teil der konservativen Revolution und hatte wenig für den Nationalsozialismus übrig. Jedoch besaßen beide Ideen viele Berührungspunkte. Der Gedanke des Führertums, verbunden mit dem einer Volksgemeinschaft, der Grundsatz, Gemeinnutz geht vor Eigennutz und der Kampf gegen die Korruption, der Kampf gegen den Geist der Großstädte, der Rassengedanke und der Wille zu einer neuen, deutschbestimmten Rechtsordnung erscheinen uns gesund und zukunftsträchtig. So sprach er sich gegen Paul von Hindenburg, aber für Adolf Hitler aus. Er wurde Mitglied der Sturmabteilung, besetzte einige Schlüsselrollen und wurde zum Oberleutnant befördert. Im Zweiten Weltkrieg kämpfte er an beiden Fronten und wurde im März 1943 mit der 10. Panzerdivision nach Tunis versetzt, um dort den Rückzug Erwin Rommels zu sichern. Jedoch wurde er am 7. April 1943 bei einem Tieffliegerangriff der Engländer schwer verwundet und sein linkes Auge sowie einige Teile beider Hände mussten amputiert werden. Aufgrund seiner Verletzungen und Leistungen im Dienst wurde er danach Stabschef bei Generaloberst Friedrich Fromm. Infolgedessen begann er die Vorstellungen Hitlers anzuzweifeln. Als 1944 die Niederlage im Krieg offensichtlich war und Hitler viele deutsche Soldaten in eine auswegslose Kriegssituation schickte, wandte sich Stauffenberg im Sinne Deutschlands von Hitler ab und schloss sich bewusst den Widerständen an. Dort arbeitete er mit Ludwig Beck, Karl Friedrich Görtler und Hans Oster an dem neuen Regierungsprinzip für die Zeit nach Hitler, welche eine Verbesserung der Weimarer Republik sein sollte. Zudem wollte man sich vom Antisemitismus distanzieren und einen neuen Rechtsstaat erschaffen. Der eigentliche Plan wurde während der Winterkatastrophe der Ostfront 1941 entworfen. Durch das Codewort Walküre, gesprochen von Adolf Hitler, oder dem Befehlshaber des Ersatzheeres, sollten sich alle verfügbaren Truppen zu verstärkten Regimentern bzw. Kampfgruppen formieren, bewaffnen und innerhalb weniger Stunden marschbereit sein. Dies sollte dem Niederschlagen innerer Aufstände oder der schnellen Reaktion auf jegliche Art von Angriff dienen. Henning von Treskow und Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, passten den Plan Walküre ab 1943 unauffällig an die Bedürfnisse des geplanten Attentats auf Hitler an, sodass auch Zugehörige, zentrale Personen der Schutzstaffel, des Sicherheitsdienstes, der Gestapo und der NSDAP verhaftet worden wären. Von Stauffenberg platziert im Bunker der Wolfsschanze eine Bombe, dass Hitler und sein zentraler Kreis getötet werden. Hitlers Tod wird in Berlin gemeldet, wodurch der Walküre-Plan ausgeführt wird, worauf wiederum alle Gestapo, Schutzstaffel, Sicherheitsdienst und NSDAP-Mitglieder verhaftet und die Soldaten der Schutzstaffel in die Wehrmacht eingegliedert werden. Folgend wird Ludwig Beck einen neuen Staat ausrufen. Nur eine der beiden Bomben konnte scharfgestellt werden. Das Treffen selber war nicht im Betonbunker, welcher die Druckwellen eingeschlossen hätte, sondern in einer Holzbaracke im Freien und die Explosion wurde durch einen massiven Holztisch gemildert. Somit überlebten Hitler und sein Stab den Angriff. Dann wurde Walküre viel zu spät und nur teilweise ausgelöst, da unter den Generälen in Berlin Unklarheit über Hitlers Tod herrschte. Deswegen wurde auf das Eintreffen von Stauffenberg gewartet, um sich zu versichern. Zudem
wurde der auszuführende Befehl als geheim deklariert, was zur Folge hatte, dass dieser im jeweiligen Wehrkreis erst noch entschlüsselt werden musste. Außerdem waren die Empfänger lange zögerlich, da sie sich den Tod des Führers nicht vorstellen konnten. Das Verheerendste jedoch war, dass auch solch ein Befehl an die Wolfschanze selbst geschickt wurde und Adolf Hitler somit über das Vorhaben in Kenntnis war. So verbreitete sich die Nachricht von Hitlers Überleben nach dem Attentat sehr schnell und Stauffenberg wurde am späten Abend in Berlin mit den eingeweihten Generälen verhaftet und von einem Standgericht zum Tode verurteilt. Falls Sie noch eine letzte Nachricht an Ihre Frauen und Kinder richten möchten, so tun Sie dies jetzt. Nun denn, ein von mir berufenes Standgericht hat folgende Urteile gefällt. Beck, Sie sind verhaftet. Oberst Merz von Quirnheim, General Olbricht, Oberleutnant von Haften und der Oberst, dessen Namen ich nicht nenne, sind zum Tode verurteilt. Herr Generaloberst, mein Befehl lautet, diese Männer Leben zu ergreifen. Zur Kenntnis genommen. Ich hätte gerne eine Pistole, bitte. Für persönliche Zwecke. Nur zu, Beck. Bei allem Respekt, Herr General. Das wäre alles, Herr Major. Durch unseren Tod werden Sie Ihre Beteiligung nicht vertuschen. Meine Beteiligung? Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Sie haben schweigend zugesehen. Sie sind ebenso schuldig wie wir. Ach, verschonen Sie mich, Oberleutnant. Niemand wird verschont. Im Gedenken an vergangene Zeiten. Dies ist ein Schurkenwerk, das alle Schranken sprengt und jedes Maßen spottet. Ein Feldmarschall und ein General erklären, sie könnten es besser machen als der, der unser aller Führer ist. Sie bekennen sich dazu, das gesagt zu haben. Ja. Deutsche Volksgenossen und Volksgenossinnen, weil ich heute zu Ihnen spreche, dann geschieht das aus zwei Gründen. Erstens, damit Sie meine Stimme hören und wissen, dass ich selbst unverletzt und gesund bin. Zweitens, damit Sie aber auch das Nähere erfahren über ein Verbrechen, das in der deutschen Geschichte seinesgleichen sucht. Eine ganz kleine Clique ehrgeiziger, gewissenloser Offiziere hat ein Komplott geschmiedet, um mich zu beseitigen. Bis auf einige Prellungen und Verbrennungen bin ich vollkommen unverletzt. Ich sehe darin die Hand der Vorsehung, die mir den Weg weist, mein Werk zu vollenden. Sehen Sie den Männern in die Augen. So bleiben Sie in Erinnerung. Olbricht! Leg an! Wir müssen der Welt zeigen, dass wir nicht alle so sind wie er. Das Volk weiß, dass wir unsere Prinzipien über unsere Vorteile stellen. Durchladen! Legt an!
Sie können uns dem Henker überantworten. Aber in 3 Monaten zieht das empörte und gequälte Volk Sie zur Rechenschaft und schleift Sie bei lebendigem Leib durch den Kot der Straße. Abführen! Durchschlagen! Legt an! Es lebe das heilige Deutschland! Feuer!